Und eine neue Begrüßung. Und herzlich willkommen zurück zu Dragon Ball Z Raging Blast 2. Das hat keinen Sinn gemacht, aber ich habe die Begrüßung zum dritten Mal gemacht, deswegen kam mir das jetzt so vor. Wir spielen heute mit Dynasty. Hi. Best of 5, das sage ich schon mal vorab. Und den Rest wird euch jetzt Dynasty erklären. Ja, der Herr Noxma hat sich eine schöne Challenge ausgedacht. Falls ich ihm Best of 5 besiegen sollte, also 3 von 5 Spielen gewinne, wird er irgendwas Ekliges essen oder was Scharfes essen, so. Was steht noch nicht fest, aber es wird irgendwas Ekliges oder Scharfes sein, das steht fest. Was er vergessen hat zu sagen, ich tue dies vor der Cam. Nackt, was? Nein, nackt natürlich nicht, aber vor der Cam und lade das auf YouTube hoch, so dass alle was da dafür haben, davon, dafür. Dafür, da. Komm, wir müssen ein paar Tasten drücken. Viereck, Dreieck, Kreis, R5, was? Ja, Pro-Gamer. So, das wird lustig. Ich habe dieses Spiel schon gefühlte 200 Jahre nicht mehr gespielt. Gerade im Testkampf habe ich akut gegen Dynasty verloren. Jetzt habe ich natürlich ein bisschen Schiss. Ach Quatsch, sieht man ja gleich. Hallo. Machst wenigstens ein bisschen ja. Pseudo-spannend so. Ich will es nicht spannend machen. Hallo, du hast auch was davon. Was Leckeres Nein. essen. Ja, ich will nichts Leckeres essen. Warum tut er das? Nein! Okay, warte. Ja, super, die beschissenste Attacke ever. Kannst du mal. Ich bin dieses langsame Spieltempo überhaupt nicht mehr gewöhnt. Durch Xenoverse ist alles viel, viel schneller, Alter. Ja, ich hatte dich vorhin schon gefragt, was findest du denn besser, Raging Blast oder Xenoverse? Aber ich glaube, das hat sich gerade erklärt. Och, nee. Eindeutig. Ja, obwohl bei... Ich finde, beide Spiele haben ihre Vorzüge. Ja, aber... Keine Ahnung, Raging Blast ist halt mal der Shit gewesen. Mal. Ja, Raging Blast hat so schön an die alte Zeit, Tenkaichi, Ultimate Tenkaichi hier, bla bla. Ja, Ultimate Tenkaichi war jetzt auch nicht so der Shit. Nein, ich meine doch nicht Ultimate Tenkaichi, sondern Budokai Tenkaichi. Du hast aber gesagt. Ja, ich weiß, was ich gesagt hab, Junge. Los, komm mal her, traust dich nicht, wa? Boah, du Hund. Shit. Wie gefällt dir das? Nicht so toll, muss ich ehrlich zugeben. Oh, das wird mich fast wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. Und wie gefällt dir das, mein Freund? Noch ein bisschen weniger. Nein, Mann, ich bin jetzt der ein Super Saiyajin 200. Ich weiß immer noch nicht, wie man sich teleportiert. Ich auch nicht. Du hast es aber schon öfters getan. Ja, einfach nur Tasten drücken. Wow, wir schlagen beide in die Luft. Wow, der hört doch auf. Nein. Wow. Ich hab mich gerade teleportiert. Das könnte wahrlich spannend werden. Ja. Nein, hört auf mich zu verhauen! Im Leben nicht. Das war die beschissenste Attacke, die ich hätte machen können. Aber es hat noch funktioniert. Nein. Mach doch was! Nein, nicht so! Nein! Wow. Das war traurig. Welcher Super Saiyan bin ich eigentlich? Wir wollen natürlich den Zweifachen sehen. Nein, du Elender. Und darauf bist du stolz, oder was? Ja, bin ich. Ist das schön. Ist ich das möchte schön. Alle, dass ihr Dynasty deabonniert. Hallo. Ey, das ist doch nicht mehr feierlich, was du gerade mit mir gemacht hast. Jetzt mal ohne Cut. Nur weil du schlecht bist, es tut mir leid. Alter. Okay. Ja. Mir fehlen sogar noch 5 Charaktere, nicht 4, wie ich vorhin sagte. Mir fehlen so abnormal viele Charaktere, das ist auch nicht mehr feierlich. Ich finde es im Übrigen nicht okay, dass du sehen kannst, welchen Charakter ich nehme. Ich finde es auch nicht okay. Ja. Bitte, der Gegner wählt eine Karte. Ach, da steht bitte warten. Ich sag bitte.
Bitte. Bitte. Bitte. Okay, okay, okay. Ich muss jetzt einfach nur noch alle Kämpfe gewinnen, um die Ehre wiederherzustellen. Welche Ehre? Na, ich habe gegen dich verloren, das muss Ehre. Ja, das ist schon ewig nicht mehr vorgekommen. Wow, und wie wir echt durch den Stein heraus beide die gleiche Scheiße vorhatten. Nein! Und von hinten, ja. Gib der mir eine Schelle. Ja, Mann. In your face. Das könnte wehtun. Das war voll Mobbing, Alter. Ja, du wurdest gerade von der Garlic-Attacke getroffen. Hör mal auf mit dem Bullshit hier. Mad Bro? Nein. Er weicht einfach nicht aus. Nein, das darf doch nicht wahr sein. Ich sterb schon wieder. Das kann doch nicht wahr sein. Okay, warte, ich muss mich jetzt in irgendeinen Super Saiyan verwandeln. Den Kreistaste. Ich habe hier 3 zur Auswahl. Ich weiß gar nicht mehr, wer was ist. Nimm den SSJ8. Den würde ich gerne nehmen. Ach komm. Wow. Das war jetzt ein geschenkter Sieg. Also, das sind 2 von 3, das ist dir bewusst, ne? Ach Quatsch. Noch ist nichts verloren. Wieder machst du es gerade echt spannend für die Leute und willst mir echt 2 Runden vorauslassen? Oder? Nein, ich bin gerade so schlecht. Okay. Ich würde ja gerne Super Saiyan 4 Son Goku nehmen, aber... Ja, ich weiß, den gab's hier nicht. Und Black Kicks, Blob, Dragon Ball GT ist Beste. Ist auch Beste. Dein Kopf ist Beste. Ja, hast du die Zeichnung bei Dragon Ball Super gesehen? Nein, ich habe die letzten 2 Folgen mir noch nicht angeguckt. Echt? Die letzte Folge, ey. Also die von letzter Woche, die ist die Zeichnung da drin. Ich habe geheult vor Lachen. Ich weiß halt auch echt gar nicht mehr, was die einzelnen Charaktere für Attacken haben. Nein, nur Standardform. Wir nehmen jetzt nicht direkt Super Saiyan. Sowas gilt nicht. Alles klar, Bloody. Komm, wir nehmen jetzt hier City Escape. Team Gohan. Wow. Dynasty LOL. LOL. Ich habe immer noch nicht den Erfolg für diese ganzen Tastendrückerei hier, ja? Hat das irgendjemand? Ja, du. Echt? Auf der Xbox hattest du den. Bin ein schnelleres Ich. Am Arsch bist du schneller. Okay. Siehst du? Was tut er jetzt? Nein. Das ist aber gut zu wissen, was das ist. Weil ich weiß, was du vorhast. Was? Du willst deine ultimative Attacke machen, um mir richtig in den Po zu fisten. Was? Wie hast du das denn gemacht? Das weißt du wahrscheinlich selber. Jetzt pass, Agent. Was ist los? Was ist da gerade passiert? Warum stand der einfach neben dir? Ich weiß es nicht. Ich hab dich gerade gegriffen. So unfair. Ja. Nein. Warum bewegt er sich nicht? So, was willst du ekliges essen? Noch ist es nicht vorbei. Fuck. Noch ist okay. Gar nichts vorbei, mein Freund. So schnell sind wir wieder even, ich merk schon. Warte mal, mir fällt gerade ein guter Trick ein. Und eigentlich habe ich deinen Nein. Trick rechtzeitig durchschaut, Alter. Das wäre sonst richtig nach hinten losgegangen. Aber richtig. Ist bewusst, dass das weh tut. Das könnte sogar dein Ende sein. Nein, das ist es auch nicht. Nein, das könnte mein Ende sein.
offenkundig. Ey, ich hab dir voll ins Gesicht geguckt. Ja, hab ich dir auch schon 100 Mal und das hat einfach gesagt, nö, kein Bock. Heute nicht. So, die Aufholjagd beginnt, mein Freund. So, 2-1. Dö. Vielleicht blende ich dann im Video ein, immer so eine, wer gewonnen hat. Dynasty Wallen. Ich glaube, das kriege ich sogar hin. Ich glaube, so gut sind meine Künste. Meinst du? Notfalls kann meine Freundin mir dabei helfen. Die kann so. Die kann alles. Na, dann ist ja gut. Ja, aber. Nein, ich will doch einen anderen Charakter. Du hast Goku gewählt? Ja. Ich weiß nicht, wen ich wählen soll. Hätchen Han. Dodoria. Ich weiß echt nicht, wen ich wählen soll. Du hast nur noch 79 Sekunden, also mach keine Eile. Okay, da habe ich ja noch ein bisschen. Krim? Also. Meine Güte, jung. Ja, ist ja okay, Mann. Chill doch mal. Bin auch nicht mehr der Jüngste. Den hast du doch schon verloren. Ja, in der ersten Runde, wo ich ja noch gar nichts wusste, wo ich nicht mal wusste, wo Schlagen ist. Ja, ja. Außerdem ist er cool, Mann. Er kommt aus der Zukunft und hat eine Narbe. Was passiert denn jetzt eigentlich bei Dragon Ball Super? Für die Leute, die das vielleicht mal wissen wollen oder so. Man will doch nicht spoilern. Mann, du spoilerst doch nicht. Könntest du mir echt mal sagen, wie man sich teleportiert? Ich weiß es echt nicht, Mann. Ich drück einfach alle Tasten. Wow. Wo bist denn du? Weit, weit weg. Ich seh's. Was tust du da? Wow, das sollte er nicht mal tun. Wow, das war natürlich viel besser jetzt. Ja, was? Du überspringst doch jetzt 20 Formen. Nein. Ja, natürlich. Guck mal, ich kann nur mit einer Hand angreifen. Und nichts treffen. Wo bist du hin? Jetzt mal ohne Kack, wie hast du das denn gemacht? Wo bist du hin? Sei nicht so feige. Nein, das sollst du auch nicht tun. Ach genau, hochfliegen war mit L1. Das weißt du auch nicht, wie du das gemacht hast. Wow, das hat wenigstens ein bisschen getroffen. 500, wow, hab ich ein fucking Glück, Alter. So, jetzt machen wir hier ernst. Alter, findest du die Taktik lustig, einfach rumzuheulen und warten, was ich tue? Ja. Genau, er hat einfach nichts gemacht. Du standst da rum und dachtest dir einfach, ich mache ein Kamehameha. Und ich stand da und er dachte sich einfach, ich mache nichts. Ja, gut für mich. Er tut einfach nicht das, was er soll. Ey, ich möchte den Kampf remisen, Alter, das geht echt nicht. Nein, da gibt's nichts. Doch. Sieg ist Sieg. Nein, im Leben. All deine verdammten Follower werden sehen, Abonnenten werden sehen, dass du feige bist. Weil ich, die 20 Stück, von denen das 5 Stück gucken. Du bist ein schlechter Verlierer. Doch, hab ich nicht verloren. Alter, wenn du jetzt echt deine Pussy-Taktik hier wieder machst, Dann zählt der Kampf echt nicht, Alter. Und ich hab gesehen, dass du es vorhast. Ich hab dich verdammt nochmal geboxt, okay? Das war mein Best of 3. Ich hab mein Best of 3 gewonnen. Mein Best of 5 habe ich gewonnen, okay? Wohl wahr. So, dann überlegen wir uns mal, was du essen möchtest. Ja gut, was esse ich denn? Während wir noch ein paar Runden Just for Fun spielen. Ich glaube, ich trinke einfach Apfelessig. Geil. Aber das ist so leicht ersetzbar, weißt du? Dann könnte man sagen, du hast da irgendwie Apfelsaft oder so reingefüllt. Ich kipp es vor der Kamera rein. Aber dann musst du eine Flasche nehmen, die noch zu ist. Komplett. Alter, ich habe keinen Apfelessig im Haushalt. Ich werde den neu kaufen müssen. Also. Aber, warte mal.
Jetzt kommt erstmal der Match mit Tenshin Han. Ich bin ja für ein bin ja für eine Habanero. Weiß nicht, was das ist. Eine sehr, sehr scharfe Chili. Nein, danke. Ich will es nicht übertreiben. Vor allen Dingen, weil ich das momentan gar nicht kann wegen meinem Magen und etc. Du weißt ja. Das ist gut. Ja. Komm ich 6 Monate nicht von Toilette runter. Aber Alter, du warst 20 Kilometer von mir entfernt, jetzt hör mal auf hier. Was ist los mit dir? So oft habe ich noch nie gegen ihn gewonnen. Er tut einfach nicht das, was er soll. Das ist ohne Scheiß. Das hört sich an wie eine billige Ausrede. Aber als du dein komisches Kamehameha da gemacht hast, habe ich 30 Mal schlagen gedrückt. Und er hat es einfach nicht getan. Ich habe nicht mal heimlich geübt. Ich wollte üben, aber meine Olle hatte keinen Bock. Sexist. Warum? Weil ich meine Olle nenne? Ja. Alter. Ernst? Ich geh auf den Boden. Ja, weißt du, was ich gerade tue? Ich mache mir selber Schaden. Da wollte ich schon sagen, wenn das jetzt trifft, Alter. Okay. Wow. Wie hast du das denn gemacht? Das war meine nach links Attacke. Deine nach links Attacke? Ja, meinen rechten Stick nach links. Nein, ich will nicht. Ey, wir machen ab jetzt keine Zufallswahl mehr. Dieses Ding hier, das nervt echt hart. Bam! Wo bist du? Das war nicht nett. Ja, so sollte es vorhin auch schon laufen. Alter, Alter, ich war mitten im Angriff hier. Leck mich doch. Mann, ich will doch nur seine Attacke sehen. Kannst du mir mal sagen, wie du es schaffst, jedes Mal mitten im Angriff meine Attacke auszuweichen? Ich flieg einfach. Du kannst doch nicht einfach fliegen. Hör doch mal auf mit dem Scheiß, das ist verboten. Du kannst nicht einfach fliegen, Junge. Hör auf zu fliegen. Okay, ich möchte ein Rematch. Nächste Woche Dienstag. Ja, aber bis dahin ist ja hoffentlich schon dein Video mit den Essig online. Ja, kommt drauf an, wann ich den Essig bekomme. Digga, den gibt's bei jedem Lidl, Aldi, Penny, Netto, Rewe, Real. Mir fallen nicht noch mehr Läden ein. Norma. Norma ist gut. Norma ist sehr gut. Kaisers. Ja, Kaisers. Kaisers ist das Beste. Kaisers. Die macht sich hier echt unbemerkbar laut. Was, wer, wie? Dessen Namen ich nicht sagen darf. Dessen Namen man nicht sagen darf. Voldemort. Nein. Viel schlimmer. Oh Gott. In Fachkreisen mein Admiral. What? Alter, als ob du irgendwas gegen mich machen könntest. Alter. Was sollst du gegen mich machen? Er ist so unfassbar schnell, Alter. Das ist... Ach ja. Wie hast du das ich denn? Ich weiß es doch nicht! Okay. Ich drück einfach Knöpfe, wie ich geklopft habe. Ich spiel Dragon Ball gerade wie Tekken spiele. Alter, Alter. Warum wehrst du dich denn nicht? Nein. Trunks ist scheiße. Wow. Ich kann mich nicht mal verwandeln, weil ich zu wenig Ki hab. Jetzt bin ich auch ausgewichen wie du. Und der tut's einfach nicht. Das ist immer zu krass. Genau. Nein. Das ist doch nicht zu glauben, Alter. Komm jetzt.
Das ist doch nicht mehr feierlich. Mann, die Ladezeiten, die sind viel zu lang, Alter. Also ich habe heute in diesen Matches so oft gewonnen, wie ich in den letzten 2-3 Jahren, die wir dieses Spiel gespielt haben, gewonnen habe. Ja, das muss man so offen sagen. Keine verdammte Lüge. Warum ist mein PC heute eigentlich so leise? Gruselig, ne? Ja. Der stirbt bestimmt. Ah, hoffentlich nicht. Muss ich mir einen neuen kaufen. Gibt's hier Raditz Super Saiyan? Ja, es gibt auch SSJ 25 Vegeta. Ja? Ja. Du musst nur die Konsole ausmachen und zugeben, dass ich dich gewinnen lassen habe. Nicht in diesem Leben. Ja, das Video wird aber, ich weiß gar nicht, wann das Video online kommt, fällt mir daraufhin gerade ein. Wahrscheinlich in 20 Jahren oder so. Nee, zum Wochenende. Ein bisschen spät, wa? Keine Ahnung, vielleicht mache ich die Bestrafung gleich hinten dran. Ja, kannst direkt dran schneiden, wa? Nein, das habe ich geträumt. Digga, du hast eigentlich gar keine Zeit zum Träumen. Du müsstest eigentlich einfach mal gewinnen. Du hast bis jetzt eine Runde gewonnen. Mann, du bist cooler. Was soll mir da schon passieren? Ich hab... Warum leckt da mein PC so... mein Internet so rum? Weiß nicht. Bei mir kommt an... Nein, bei mir kommen andauernd Wartezeiten. Nicht cool. Obwohl, sehr cool. Ich bin cooler. Ja. Weißt du, ob der neue Dragon Ball Film mit Freezer auch nach Deutschland kommt? Wahrscheinlich, ja. Ich hoffe. Weil ja jetzt Battle of Gods demnächst released wird. Ey, ich hab dich geboxt. Ich weiß, aber das war dieser Sprintangriff. Da hilft Boxen nicht, da hilft nur abblocken. Okay, und weinen. Und ja, weinen. Sehr gut. Da ich weiß, was du vorhast, gehe ich mal auf meine stärkste Stufe. Super Saiyan Baguette. Ja. Weich nicht aus. Sehr gut. Ich habe abblocken gedrückt. Ich bin nach links geflogen. Ich habe alles gehabt. Alter, hilft abblocken nicht, weil sie einfach zu krass ist. Ja, du hast kein... Warum zählt die 13.000 ab? Warum? Meine Güte, hörst du mal auf damit? Alter, jetzt nutzt er auch noch den Luftbug aus, Alter. Luftbug? Ich wusste bis eben nicht mal, dass es einen verdammten Luftbug gibt. Doch, Mann, das weiß doch jeder. Ach so, na dann. Das könnte wehtun. Ja, aber nur... Aber... Ich hab welcher Bug war es diesmal? Das war kein Bug, Mann, der Luftbug, den gibt's echt. Leute, bestätigt mir das in den Kommentaren. Vorhin hast du noch gesagt, du hast nur irgendwie zwei Zuschauer. Mann! Soll das jetzt werden? Ich verwandle mich zurück, weil mir eingefallen ist, die Form ist mega kacke, Alter. Nein, ich könnte noch leben, Alter. Ich könnte noch leben, ja. Das war auch ein Bug. Ja, scheiß Bug. Nein, das war kein Bug, hör auf zu labern. Normalerweise verliere ich nicht, das war nur ein Bug. Ja, genau. Verstehe, du hast den God-Mode-Cheat. Immer wenn du am Verlieren bist, spack meine Tasten ab. Ja. Gut, dass du es akzeptierst. What the fuck? Wie viele Runden machen wir eigentlich noch? 2, 3. Ja, machen wir noch 3 ist gut. Nehme ich nicht. Können wir ja nochmal unser kleines eigenes Best of 3 jetzt machen. Alles klar. Ich kann mich nicht entscheiden, ich habe so wenig Charaktere und doch so schwer die Auswahl. Nimm Shao Zu. Ja, okay. Ist ja fast Shao Zu. Hat ein paar mehr Haare, aber... Nein, ich habe mich verdrückt. Nein. Ich bin so ein Noob. Ja. Alter.
geh weg und verhaut keine Kinder. Du bist kein Kind. Alter, du bist Fusion aus zwei Zwölfjährigen oder so. Ist das, ich bin 24? Ja, würde ich jetzt mal so behaupten. Was war das denn für ein... Der Luftbug. Ich hab den Luftbug abused! Okay, ich hab doch eine neue Leibe. Aber hast du es jetzt wenigstens eingesehen? Nein! Warum nicht? Warum nicht? Kussi. Ja. Ach Quatsch. Genau. Was? Was? Ja, doppel was, würde ich sagen. Ja, aber weißt du, irgendwie hätte deine Attacke mich treffen sollen. Ja. Ich weiß jetzt. Und eigentlich, als du große Baumkanone eingesetzt hast, habe ich schon 30 Mal gedrückt. Ey. Das sollte er gar nicht tun. Willst du dich jetzt darüber beschweren? Nein. Zum Glück kommst du erst jetzt ins Spiel zurück. Ja. Nein, was tust du? Wow. Ja, leck mich. Haha. Fuck. Nein, ich hab dich eindeutig, die Trefferanimation war sogar noch da. Nein, war sie nicht. Du bist echt aber ein Arschloch von Spieler, oder? Ich meine, wenn ich nicht auf dich zukomme, machst du aber auch keinen einzigen Finger krumm. Nein, das zählt nicht, das zählt nicht. Den erkenne ich dir nicht an. Heuleis, du wusstest, dass du verloren hättest, wenn du mich jetzt weiter aufmachst. Warum warst du denn nicht dagegen? Das gehört was soll, du hättest alles machen können. Nein, den erkenne ich dir nicht an. Heuleis, den erkenne ich dir nicht an. Den kannst du, auf den was kannst du nicht mal stolz sein. Es gibt dir nichts, worauf ich stolz sein will. Ich will einfach nur gewinnen mit jedem Mittel. Alter. Also 1-0. Nein, nichts hier 1-0. 1-0. Nein, im Leben nicht. 1-0. Nein. Wird der Sieg anerkannt? Meine doofe Freundin ist auch dafür, dass der Sieg anerkannt wird. Ich weiß, dass sie... Nee, ist okay, weil sie ja steht ja nie zu mir, daher schläft sie heute auch im Wohnzimmer. Ich meine, ich erinnere dich nur an Dragon Ball GT. Ja, wo sie recht hat? Ja. Ey. Luftbug. Was für ein Luftbug? Jetzt war ohne Kack, was für ein Luftbug, Alter. Ey, kannst du das mal sein lassen? Was? Blond werden. Alter, die Steuerung ist hier aber echt manchmal schwammig, oder? Quatsch. Boah, und der schlägt einen halben Meter von dir entfernt, aber ich kann auch nichts machen, um näher ranzukommen oder so. Ist das jetzt eine Attacke oder verwandelst du dich nur? Bist du schnell, Digga. Nicht so cool. Doch, Mann. Mann. Hast du einen Muzzle? Nein, das war kein. Also das wusste ich jetzt echt, dass das passieren wird. Immer wenn du Richtung Boden fliegst. Das könnte dir wehtun. Nein! Warum könnte mir das wehtun, das weiß ich. Ich bin doch voll um dich rumgeflogen. Ich weiß, aber das ist eine Videosequenzattacke. Ja, aber warum trifft sie mich? Sie trifft doch, siehst du doch. Ja, aber warum? Weil...
Ohne Scheiß. Ja, warte, eine Sequenzattacke. Auf zu labern, Alter. Ist so. Du weißt gar nicht, was so eine Videosequenzattacke ist. Du weißt gar nicht, wie man das Wort schreibt. VWU. Ja. Oder so ähnlich. Alter. Alter, hör auf, lass mich aus dieser Kacke. Das ist so unfair, was du da abziehst. Du nutzt echt jeden Glitch und Bug in diesem Spiel aus. Nein, hast du nicht. Der erste Sieg oder der letzte wird auch nicht anerkannt. Hör mal auf mit dem Kack. Warte, bevor du angreifst. Du in deine Fresse. Den hast du verdient. Warte. Warte doch. Und herzlich willkommen zurück zu Dragon Ball Z Raging Blast 2. Ja, eigentlich muss ich das gar nicht machen. Das war unfair, du hast den Wackel. Alter, die Fresse, Mann. Weil ich musste kurz schneiden und deswegen... deswegen ist es jetzt so lustig hier. Ach, jetzt weiß ich wieder, mit wem man das machen konnte. Warte. Ich warte hier auf nichts. Was tust du da, Mann? Hör auf mit dem Kack. Ja. Den wollte ich dir schon die ganze Zeit geben. Okay. Wow, in your face, Alter. Scheiß Siegerbock. Er hat einfach nicht abgeblockt, ich schwöre. Ich schwöre auf alles, was wir heilen. Welchen Bug habe ich jetzt abused? Den nicht abgeblockt. Du hast gar keinen Bug benutzt. Was ist denn los mit dir? Stirb, du Hund. Ja, ich bin das gerade ausgewichen. Wie denn? Ich meine es nicht! Was tust du da? Ich hab keine Ahnung, was ich hier tue. Du wirst zum Super Saiyan Shit. Nein! Das geht doch nicht! Geh weg mit deiner Genki-Dama! Ach, das ist echt die Genki-Dama. Alter. Hat das weh? Ein bisschen. Boah! Was passiert denn? Nein, ich hab zu spät geschnallt! Und dafür krieg ich jetzt einfach auf die Fresse. Ja, Mann. Mann, was passiert denn hier? Nein, hör jetzt auf. Böse. Ja, das ist gut. Ich will nicht mehr dieser Goku sein. Ich will dieser Goku hier sein. Ich bin trotzdem noch der krassere Goku. Du bist gar kein Goku. Ich bin eine Mischung aus Goku und Gaki. Ja, du bist Yankee, Mann. Was, wie hast du das denn schon wieder gemacht? Jetzt war ohne. Nicht treffen, oder? Ich hoffe nicht. Doch! Jetzt hör mal auf zu scheißen, Alter. Ich bin doch nicht schon wieder. Doch, oh Gott, Alter. Ich heule gleich. Na gut, aber der Sieg war wenigstens mal verdient. Komm, einen Kampf machen wir noch, dann ist der Part vorbei. Die Zuschauer sind eh schon gelangweilt. Gelangweilt von was denn? Von dir. Keiner will dich sehen. Achso. Wir sollten uns echt mal andere. Komm, nächstes Mal spielen wir Naruto. Ach, du hast gar keinen Naruto. Nee. Man kauft dir Naruto. Ja, wäre dieses komische neue Naruto nicht verschoben gewesen, jetzt zu tun sein, bla, Banane, dann können wir das ja spielen. Aber ja. Das ist leider nicht drin. Warte, ich warte jetzt mal ab, wem du als erstes nimmst. Ey, wir haben gesagt, nicht die Final Form. Ja, ich habe Zufall genommen, was kann ich denn dafür? Am Arsch hast du Zufall genommen. Ich habe Zufall genommen, nimm auch Zufall. Nee, ich nehme auch Zufall. Oh, es ist ja 3 WG, da war ein Zufall. Wow, du bekommst Zell. Auch so konnte ich. Dass ich wieder so ein scheiß Pech habe. Warum? Ey, ist wenigstens die perfekte Form. Nein, okay. Es kann aber auch die super perfekte Form sein. Das ist irgendeine Form. Mann, nein, ich will nicht Cell. Cell ist doof. Cell stinkt. So, hier bin ich sicher. Warte mal, ich kann mich echt nochmal verwandeln. Tun wir das doch gleich mal. Ich glaube, mein Plan wird nicht funktionieren. Duo.
Am Arsch. Doch, das könnte noch klappen. Weißt du, was da gerade passiert ist? Nein. Dadurch, dass du meinen Schlag ausgewichen bist, ist deine Attacke in meiner Attacke abgeblockt. Wie warst du denn hinter mir? Wie wahrscheinlich ist es, dass Cell irgendeine verdammte Chance gegen mich hätte? Das glaube ich jetzt nicht. Alter, den Sprung zur Seite, den hat man sogar noch gesehen. Die rollen mich neu. Du hast da echt irgendeinen Cheat benutzt. Gibt's so ultimative Attackentreffen auf gewisser Distanz immer. Kannst du mir mal sagen, warum der... Ich hab die ganze Zeit Dragon Ball Musik, das hilft. Ist ja jetzt ein Witz. Ich mach eine Attacke. Das ist doch nicht mehr feierlich, was hier abgeht. Spiel eine Woche lang noch Rage and Blast und dann spielen wir doch mal. Okay. So, setz doch deine ultimative Attacke ein. Aha. Ja, genau. Nein, das akzeptiere ich jetzt nicht. Hauptsache, der Kick hätte mich ausnahmsweise mal getroffen und dann springst du zur Seite. Ich hab mich mit dich zur Seite gesprungen. Das ist ja das Schlimme. Hallo, benutze bitte nicht den Wandbug. Ja, den du benutzt hast, oder was? Ich benutze keine Wand. Wenn man von etwas nicht weiß, kann man es nicht benutzen. Hey. Wie fühlt es sich an? Wie fühlt es sich an? Sehr gut. Ich fühle mich jetzt schlecht. Ja, ich hoffe. Komm, wir beenden einfach diesen schrecklichen Part. Ich fand ihn schön. Ja, ein bisschen lustig war er ja schon. Alles klar, lass uns ihn einfach nur beenden. Bis dann, Leute. Adieu. Seid auch das nächste Mal wieder dabei. Bei... Und hated Daniel, Dynasty. Kuseda, aka Noxma. Ciao. Adieu. Hallo Leute, hiermit darf ich euch zu der Bestrafung von Raging Blast 2 mit Dynasty begrüßen. Das ist ein bisschen ungewohnt für mich, einfach nur so in die Cam zu sprechen, deswegen bitte um Verständnis. Ich muss ab und zu mal rechts rüber schauen, weil da die Aufnahme ist und ich mir angucken möchte, wie die aussieht. Es geht um die Bestrafung bei Raging Blast, ich greife mal kurz. Ich muss diesen netten Apfelessig hier trinken. Moment, so. Seht ihr, der ist auch noch verschlossen. Alles wunderbar. Ich wollte das eigentlich aus diesem kleinen Gläschen trinken. Ungefähr 2 cl. Ups, so. Aber Dynasty meinte, das ist so langweilig. Deswegen haben wir jetzt hier so ein schönes, großes Glas, was ich natürlich nicht voll machen werde. Halb voll mache ich das. Und wenn Dynasty da was dagegen hat, dann ist das mir relativ Banane. Dann muss er damit leben. Ich habe jetzt leider keine Möglichkeit, euch das genau zu zeigen, wie ich das einschenke, weil das hier auch alles ein bisschen kompliziert und voll ist. Ich zeige euch, wie ich das öffne. Ups, da ist noch dieser komische Verschluss. Der ist halt neu gekauft, extra für diese Challenge. Dann gieße ich das hier einmal ein. Das hört man wahrscheinlich sogar ein bisschen. Ich habe ein bisschen Bammel davor, das jetzt hier so trinken zu müssen. Ich zeige euch nochmal die... So viel habe ich vor zu trinken. Ich riech mal dran, so. Oh Gott. Und das, wo ich zurzeit so eine komischen, beschissenen Magenprobleme habe. Na gut. Bringen wir es hinter uns. Ich hoffe nicht, dass ich mich übergeben muss, weil ich habe keinen Eimer in dieser Wohnung. Also ich habe schon einen, aber der ist gerade in Benutzung und ja. Hoffen wir mal, dass das gut geht. Bäh. Das ist echt widerlich, boah.
Mir kommen die Tränen. Aber hui, halb so schlimm wie vorgestellt. Boah, nee. Es ist eklig. Das ist wie, wenn ich bei Gurkensalat, der mit Essig gemacht wurde, da viel zu viel Essig reingekippt wurde. Oh, oh Backe. Na gut. Hui. Boah, sofort fange ich an zu ölen wegen dem Mist. Boah. Aber es war halb so wild. Dann sage ich mal danke fürs Zuschauen und ich hoffe, ich muss nicht nochmal eine Bestrafung machen. Bis dahin.